Guten Abend. Also es ist im Moment Mitternacht. Ich sitze im Pool, entspanne jetzt gerade noch mal ein bisschen, bevor ich schlafen gehe. Heute hatte ich wieder einen unglaublichen Tag in Thailand. Also heute Morgen musste ich dann sehr früh aufstehen, um 4 Uhr morgens. Ging es direkt ab, Hairstyling und Make-up. Danach haben wir ein Interview gegeben für RTL und WT4, was sehr aufregend war, weil ich das noch nie gemacht habe. Also man musste schon frei sprechen, sagen, was man gerne macht und sich ein bisschen vorstellen. Und dann haben wir ein paar Aufnahmen gemacht, wie wir ein bisschen gelaufen sind und wie wir im Pool waren. Das war auch unglaubliche Erfahrung. Also wie gesagt, man muss natürlich rüberkommen, was nicht immer einfach ist. Danach konnte ich mich ein bisschen ausruhen. Das war auch sehr schön. Und danach sind wir zum Restaurant den Blauen Elefanten gegangen. Also das ist eine sehr bekannte Restaurantkette. Und da hatten wir das Vergnügen, einen kleinen Unterricht zu nehmen in thailändische Küche. Also direkt, wenn ich nach Hause komme, wird direkt thailändisch gekocht. Und wir durften dann auch direkt danach was davon probieren. Es war auf jeden Fall super lecker, weil die sehr viel mit Früchten und Nüssen und so weiter kochen, was ich sehr, 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 sehr lecker finde. Ja, und danach hatte ich noch ein kleines Interview für einen flämischen Radiosender, die als Hauptthema hatten, dass ich so viel abgenommen habe, weil die der Meinung sind, dass ich immer noch etwas zu kurvig bin. Aber ich denke, die Frau von heute kann Kurven haben und ich denke, dass das auf jeden Fall in Ordnung ist. Also ich denke, eine Frau darf Kurven haben und sich dann auch wohl damit fühlen, weil das einfach zu einer Frau gehört, finde ich jedenfalls. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt langsam ins Bettchen gehen, weil morgen wird es um 7 Uhr, also wird es dann wieder Action geben und dann werde ich auch wieder shooten müssen und so weiter und werde dann auch morgen weiter berichten. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Tschüss.